Holst du Holz? Okay. Holst du dann auch was anderes als Holz? Nee. Das heißt, ich muss hier unendlich viele Speere herstellen. Ah. Auch ärgerlich. Du kannst trainiert werden. Dann trainieren wir dich mal. Bier wird langsam mehr. Wir haben bald die 20. Straßen werden gebaut. Weizen gesät. Alles läuft wie am Schnürchen. Mehl wird sogar auch schon eingelagert. Oh, kann das sein, dass unserem Stein jetzt doch langsam der Stein ausgeht? Na, ein bisschen wird noch hier zu finden sein, denke ich mal. Bier geht langsam. Nahrung haben wir auch langsam mehr als genug. Ja, Steine können halt irgendwann problematisch werden. Ja, jetzt muss hier der Weizen wohl weichen, genau. Und ja, mein Steinmetz findet noch Steine gut. Du fängst jetzt erstmal wieder Holz. Packst du mit dem Speermacher voll? Schuhe haben wir noch genug? Geschirr? Ja, sobald die Straßen hier, die gerade gebaut werden, fertig sind, musst du mal wieder Geschirr herstellen. Wird auch lustig. Hier steht Lehmklumpen und hier steht nur Lehm. Und wir haben das Bier. Jawohl, neutral. Ja, will. Jo. Gut. Ja. Eigentlich bin ich ja gewillt, mir hier jetzt den Bauch vollzuschlagen. Allerdings weiß ich zum Glück, wo Bären in der Nähe sind. Ja, will. Jetzt da die Indianer Ja. uns gerade nicht feindlich gesonnen sind. Können wir uns an den Bärensträuchern in ihrer Nähe den Bau vollschlagen? Ehe wir uns auf den Weg nach Hause machen. Das würde ihm jetzt auch ordentlich in die Nahrung gehen.
Er will. Jo. Er will. Jo. Dass wir uns hier so viel bewegen. Jo. Und da ist die Nahrung, von der ich sprach. Hier kann er sich jetzt erstmal den Bauch vollschlagen mit Beeren. Ja. Kann ein Nickerchen machen. Währenddessen gucken wir, wie es mit unserer Straße scheint fertig zu sein. Das heißt, du stellst erst einmal wieder Geschirr her. So, du bist ausgeschlafen. Und wir können uns den Indianern nähren, ohne Gefahr zu laufen, angegriffen zu werden. Wie gesagt, wir brauchen jetzt Holz. Und wenn unser Töpfer fertig getöpfert hat, brauchen wir wieder Steine. Ich gehe ja aber, wie gesagt, jetzt um die Indianer rum. Mit meinen Wegweisern, also hier oben rum. Vorstaut. Ja. Hört. Ja. Vorstaut. Judy. Ja. Vorstaut. Auch wenn der Weg dadurch etwas länger ist. Ja. Als vielleicht durch das Indianerterritorium durch, will ich es nicht riskieren. Ja. Mich mit dem wieder anzubandeln. Ja. Jo. Ah, Bärensträucher, schön. Ja. Du kannst trainiert werden, das ist auch gut. Ernsthaft? Jawohl. Klappt doch. Doch, du kannst trainiert werden. Und Nahrung ja. Kommt. Ja. Ja, der Gebirgspfad hier führt an den Indianern vorbei, ja. Aber nicht direkt in sie rein. Vorstaut. Ja, will. Das wäre interessant. Ja. So, ich hoffe mal, dass der Wegweiser was bringt. Ja. Hört. Von hier aus können wir dann runter. Ja. So, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Ja. Das heißt, du haust weiter Stein. Ne? Wir bauen weiter unsere Straße. Ja.
auch sagen, ja, warte, ich mau. Aber wir müssen jetzt bald wieder Holzwerkzeug herstellen. Oh, das heißt, du machst jetzt mal Holzwerkzeug. Gut, damit haben wir dann die restliche Straße fertig. Ja, will. Oh, direkt an dem Indianerturm, nicht unbedingt vorbei. Yo. Ja, will. Ja. Gut. Jo. Ja. Hier lang. Ja, das Wegweisernetz wird langsam. Gut. Kann ich das jetzt eigentlich auch auf der Diplomatiekarte sehen? Nein. Oh, Nahrung. Ja. Ist mal die Beeren. Du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Gut. Dann Holz. Ja, der nächste Wegweiser. Und ja, man sieht's, wir kommen auch ohne einen Tischler zurzeit zurecht. Wir sind zwar nicht ganz so produktiv, dadurch, dass die Leute länger zum Schlafen brauchen. Aber das soll uns in der Mission jetzt auch nicht so viel kümmern. Weil eigentlich haben wir schon alles zusammen, was wir brauchen. Um die Mission zu schaffen. Wir müssen es nur an den Zielpunkt bringen. Ja. Ja, will. Gut. Ja, will. Ja. So. Du kannst trainiert werden. Das ist auch gut. Bierbauer muss beten. Ist auch okay. Und ja, ich spare mir auch das großartige Karte aufdecken in der Mission. Weil wir müssen ja nicht nach Rohstoffen Ausschau halten. Ja, will. Ja. Okay, schlaf erstmal. Ich glaube, das ist zu weit weg vom Hauptlager. Deswegen errichte ich jetzt erstmal am Hauptlager ein.
Und dann ja. Hier ein. Schuhe, Geschirr ist noch beides vorhanden, Holzwerkzeuge auch.